Ich lese Medikamente im Test mit Hochdruck von der Stiftung Warentest mit großem Ratgeberteil. Ich bin angekommen im roten Kapitel Medikamente bewertet von A bis Medikamente bewertet im Teil von A bis Z und lese was zum Thema Sartan plus Calcium-Antagonist vor. Sartan plus Calcium-Antagonist. Diese Präparate kombinieren die Sartane Olmesartan, Telmisartan und Valsartan mit dem Calcium-Antagonisten Amlodipin. Die Wirkung dieser Substanzen addiert sich, sodass der Blutdruck stärker absinkt als mit einem Wirkstoff allein. Telmisartan und Amlodipin, Valsartan und Amlodipin, geeignet bei Bluthochdruck. Wenn dieser mit Amlodipin-Anleihen nicht ausreichend gesenkt werden kann und ACE-Hämmer als Kombinationspartner zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens nicht in Frage kommen. Olmesartan und Amlodipin mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser mit einer der beiden Einzelsubstanzen allein nicht ausreichend gesenkt werden kann und ACE-Hämmer als Kombinationspartner zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens nicht vertragen werden. Olmesartan wirkt nicht besser als andere Sartane, es gibt aber Hinweise auf eine schlechtere Verträglichkeit. Amlodipin gehört zu den langwirkenden Calcium-Antagonisten. Dafiro und Exforge sind empfehlenswert, wenn der Blutdruck mit einer der beiden Substanzen allein nicht ausreichend zu senken ist. Tynsta kann aufgrund der vorliegenden Studien eingesetzt Finster kann aufgrund der vorliegenden Studien eingesetzt werden, wenn Amlodipin allein den Blutdruck nicht ausreichend senkt. Sevica und Vocado sind nur mit Einschränkungen empfehlenswert, denn das enthaltene Olmesartan wirkt nicht besser als die anderen Sartane, aber es gibt Hinweise, dass der Wirkstoff schlechter vertragen wird. Wichtig zu wissen. Wenn Sie eine Schwangerschaft planen, sollten Sie nicht mit diesen Kombinationspräparaten behandelt werden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Diese Kombinationspräparate sollten bei Ihnen nicht angewendet werden, weil sie in dieser Altersgruppe nicht ausreichend untersucht wurden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In Schwangerschaft und Stillzeit dürfen Sie die Medikamente nicht anwenden. Weitere wichtige Hinweise zur Anwendung, zu unerwünschten Wirkungen, zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei älteren Menschen finden Sie unter Calcium-Antagonisten und unter Sartane. So, es geht weiter mit Schleifendiuretika.